Ihr dürft mich jetzt gern auslachen, aber ich war als Kind großer Fan einer kleinen, aber feinen Wirtschaftssimulation mit dem Namen Pferd und Pony, mein Pferdehof. So, ich lasse hier kurz Raum für eure Lacher. Als das Entwicklerstudio hinter Pferd und Pony im letzten Jahr dann eine neue Freizeitpark-Simulation ankündigte, war ich also entsprechend aufgeregt. Park Beyond heißt das neue Spiel von Limbic Entertainment und alle Banausen da draußen, die nie einen virtuellen Pferdehof hatten, kennen dieses Team wahrscheinlich eher von ihrer Arbeit an Tropico 6. Park Beyond mischt nun Aufbaustrategie mit Freizeitparkbau. Und das alles dann noch von den Machern von Mein Pferdehof. Nein, na gut, ich hör schon auf damit. Aber wie will Park Beyond seinen eigenen Fußabdruck zwischen den Themeparks, Rollercoaster-Tycoons und Planet-Coasters dieser Welt setzen und uns etwas Neues bieten, das wir noch nie erlebt haben? Darüber habe ich mit Johannes Reitmann, dem Creative Director des Spiels, gesprochen und ich habe das Tutorial sowie eine abgespeckte Version des Sandbox-Modus selbst ausprobiert. Warum Park Beyond mit seinen Ideen über den Aufbaustandard hinausgeht, erkläre ich euch jetzt im Vorschauvideo. Dieses Video wird euch präsentiert von Nutella Be Ready. Get ready, be ready. Mach dich bereit für dein nächstes Game mit Nutella Be Ready. Der einzigartige Geschmack von Nutella in der knusprigen Waffel. Nutella Be Ready. Jetzt im Keksregal. Fangen wir trotzdem mal bei der Sache an, die man bisher am meisten mit Park Beyond verbindet und die in den Trailern eindrucksvoll beworben wird. Die eigentlich unmöglichen Fahrgeschäfte. Übereinander gestapelte Riesenräder so groß wie Wolkenkratzer, Kraken-Animatronics, die Gäste in U-Booten durch die Luft jonglieren oder Fahrgeschäfte, für die man eigentlich ein Flipchart und eine 10-minütige Präsentation bräuchte, um sie überhaupt in Worte zu fassen. Diese Fahrgeschäfte basieren alle auf bekannten Karussells der weltbesten Freizeitparks und so erstehen wir sie zu Beginn auch. Ein ganz normales Pferdekarussell, eine Schiffsschaukel, ein Kettenkarussell. Wild wird es dann allerdings mit den Impossifications, also quasi Verunmöglichungen. Die sind eine der wichtigsten Mechaniken in Park Beyond und machen aus unseren schnöden Kirmesattraktionen völlig abgedrehte Killermaschinen. Sie sind inspiriert davon, wie Kinder solche Fahrgeschäfte wahrnehmen und was selbst erwachsene Gehirne sich manchmal dazu fantasieren. Diese Impossifications schalten wir durch die Ressource Begeisterung frei, die unsere Gäste beim Besuch unseres Parks sammeln. Aber nicht immer ist das Upgrade auch die richtige Entscheidung, denn Karussells höherer Stufen kosten mehr Unterhalt, haben eine geringere Gästekapazität und sorgen für längere Warteschlangen oder haben noch andere Nachteile. So müssen wir immer abwägen, welche Fahrgeschäfte wir hochstufen und welche nicht. Insgesamt soll es am Ende so viele Attraktionen geben, dass wir eine ganze Karte damit zupflastern können, ohne etwas doppelt zu bauen. Zudem können wir sogar Imbissbuden oder Mitarbeiter mit derselben Ressource impossifyen, um zum Beispiel Reinigungskräfte mit einem Hoverboard oder einem Flammenwerfer auszustatten. Das Ziel der Kampagnenmission wird also nie sein, alles blind aufzuleveln. Stattdessen sollten wir hier mit Bedacht vorgehen. Anders als die Gäste, die freiwillig in unsere Nahtodsimulatoren steigen. Selbstschuld. Während die festen Fahrgeschäfte aber trotz aller wilder Fantasien in ihren Leveln ziemlich statisch bleiben, sind in Achterbahnen tatsächlich keine Grenzen gesetzt. Die bauen wir im handlichen Achterbahn-Editor komplett selbst zusammen und bestimmen pro Streckenabschnitt frei die Höhe, den Neigungswinkel, die Kurven und. Zusätzlich kann jeder Abschnitt einen anderen Streckentyp haben. Zum Beispiel ein Bremsmodul, um an einer bestimmten Stelle zu verlangsamen. Machen wir natürlich nicht, denn wer bremst, verliert. Oder um die Bahn einen steilen Hang hinaufzuziehen. Nach und nach schalten wir zudem besondere Module für die Achterbahnen frei. Das sind etwa Kanonen, mit denen die Waggons an eine andere Stelle vom Park geschossen werden. Oder Rampen, mit denen die Gäste ebenfalls meterweit durch die Luft segeln, bevor sie wieder Schienen unter ihren Sitzen fühlen. Und bevor ihr fragt, natürlich dürfen wir auch selbst in unsere Bahn steigen und den Wahnsinnstrip aus der Ego-Perspektive erleben. In der Theorie können wir also alles bauen. Um Fahrgäste anzulocken, sollten wir die Achterbahnen aber über einen griffigen Hook bewerben. So nach dem Motto, steigen Sie ein in die Achterbahn, mit der Sie ewig durch die Luft segeln. Oder hereinspaziert und rausgekotzt, machen Sie den ultimativen Magentest mit 3 Loopings hintereinander. Natürlich kann aber auch eine besonders familienfreundliche und extra sichere Achterbahn das Ziel sein, um Gästegruppen anzulocken. Diese Hooks wählen wir entweder vor oder nach dem Bau aus. Laut Entwicklern gibt es immer irgendetwas, das passt. Sie können also auch als Inspirationsquellen oder Herausforderungen dienen.
Bei meiner Anspielsession hat sich das Bauen auf jeden Fall schon wirklich motivierend angefühlt und ehe ich mich versah, war ich in einer stundenlangen Bastelei versunken, in der ich eine Achterbahn durch einen unterirdischen Tunnel jagen wollte, um die Besucher übers Eingangstor hinweg durch eine Kanone zu schießen. Besonders angenehm ist auch, dass man jeden Streckenabschnitt im Editor im Nachhinein noch anpassen kann und sich zusätzliche Bearbeitungspunkte hinzufügen lassen. Man kann auch gebaute Achterbahnen für später abspeichern, falls es aktuell noch am nötigen Kleingeld fehlt. Ob das mit dem Controller in der Konsolenversion für PlayStation 5 und Xbox Series ähnlich fluffig von der Hand geht, wie jetzt mit Maus und Tastatur, können wir noch nicht sagen, es gab in der Vorschauversion schlicht noch keinen Gamepad-Support. Aber wir bauen nicht nur unsere eigenen Achterbahnen, wir bauen sogar unsere eigene Kampagne. Park Beyond hat ein einzigartiges System für seine Story entwickelt, das wir so in noch keinem anderen Aufbauspiel gesehen haben. Es gibt natürlich auch einen obligatorischen, anpassbaren Sandbox-Modus, aber die Kampagne hat uns tatsächlich aufhorchen lassen. Zwar besteht die erstmal ganz handelsüblich aus mehreren Missionen auf verschiedenen Karten, aber die Siegbedingungen werden uns nicht schnöde vom Spiel vorgegeben. Das würde laut Entwicklern nämlich nicht zu unserer Rolle als Freizeitpark-Visionär passen. Stattdessen spielen wir vor jeder Mission eine Szene aus der Ego-Perspektive, in der wir als Visionär ein Pitch-Meeting mit Komiteemitgliedern abhalten. Wir werden von ihnen vor ein Problem gestellt, wie: Wir haben hier diesen ollen Park, der keine Besucher mehr anzieht. Was könnten wir machen, um ihn zu retten? Wir entscheiden dann in Dialogen selbst, was unser Ansatz sein wird. Haben wir eine ganz bestimmte Achterbahn im Kopf, die wir unbedingt in diesem Park bauen wollen? Oder versuchen wir, Familien mit Kindern in den Park zu locken und ihnen ordentlich das Geld aus der Tasche zu ziehen? Sind die Geldgeber von der Idee überzeugt, müssen wir uns für einen Weg entscheiden, mit dem wir diese dann auch erreichen. Zum Beispiel schalten wir von Anfang an ein bestimmtes Modul frei oder wir fordern eine bestimmte Summe Geld, um unsere Vision umzusetzen. So bauen wir unsere ganz eigene Mission und müssen dann nur noch unsere großen Versprechungen wahrmachen. Unsere Beziehung zu den Komiteemitgliedern soll sich ebenfalls mit der Zeit verändern und wir gewinnen Schritt für Schritt ihr Vertrauen. Dieses System konnten wir bisher aber noch nicht selbst ausprobieren. In unserer Demo hatten wir hingegen die Möglichkeit, uns für ein Achterbahnmodul zu entscheiden, das wir freischalten wollen, und die Szenen aus der Ego-Perspektive waren ein spannender Vorgeschmack. Aber mit dieser Kampagne könnte Park Beyond stehen und fallen. Wenn sie gut geschriebene Charaktere und spannende Entscheidungen bietet, dann könnte das ein Alleinstellungsmerkmal sein, das Park Beyond dringend braucht, um auch neben Planet Coaster und Co. strahlen zu können. Apropos Planet Coaster. Das glänzt ja vor allem mit seinem völlig wahnsinnigen modularen Editor, der quasi unendliche Gestaltungsmöglichkeiten bietet. Da kommt Park Beyond in unserer Vorschauversion noch nicht heran, aber sein Editor erinnert zumindest stark an die Freizeitpark-Simulation der Planet Zoo-Entwickler. Auch in Park Beyond gibt es die Möglichkeit, alle möglichen Stände und Gebilde selbst zu bauen. Mit Terraforming, modularen Objekten und einem extrem detaillierten Editor, der uns jede Wand drehen, skalieren und rotieren lässt. Bisher hatten wir im Vergleich zu Planet Coaster nur eine bescheidene Auswahl an Bauoptionen zur Verfügung, es soll aber bis zum Release noch eine Menge mehr Inhalt dazukommen. Aktuell leidet der Editor von Park Beyond auch noch an nervigen Kinderkrankheiten. Das leidige Snappen von Objekten zum Beispiel funktioniert selten so, wie es soll, aber auch das ist noch der frühen Version geschuldet, sagen die Entwickler. Die Game Designer selbst nutzen übrigens denselben Editor, um fertige Gebäude im Spiel zu bauen. Denn die können wir auch komplett auseinandernehmen, verändern oder einfach ein Loch hineinschlagen, um einem armen Kebabladenbesitzer minütlich eine Achterbahn mitten durch seinen Stand zu jagen. Wo sich Park Beyond von der Konkurrenz durch Planet Coaster tatsächlich noch sehr stark absetzen kann, ist die Wirtschaftssimulation. Die war bei Planet Coaster nämlich etwas dünn. Park Beyond soll hingegen Aufbaufans und Wirtschaftstüftler gleichermaßen ansprechen. Deshalb lassen die Entwickler ihr Spiel auch permanent mit zwei Personengruppen testen, die dann ihre Wünsche äußern und so wird ständig an Stellschrauben für beide Spielelemente gedreht. Am Ende soll es die Möglichkeit geben, Park Beyond auf unsere ganz eigene Art zu spielen. Wenn wir uns zum Beispiel mehr für Wirtschaft interessieren und uns ständiges Selberbauen eher abschreckt, dann sind die Impossifications, die sich auch im Editor nicht umbauen lassen, eine schnelle Variante, um unseren Park imposant und detailreich aussehen zu lassen. Außerdem soll es auch durch den Steam Workshop und Co. zahlreiche Community-Inhalte und ganze Parks zum Herunterladen geben. Dann hätten wir mehr Zeit, um uns um die finanziellen Stellschräubchen zu kümmern. Wir können zwar leider nicht den Salzgehalt der Pommes selbst bestimmen, liebe Grüße an Theme Park. Aber wir können zum Beispiel entscheiden, wie groß unsere Menüvielfalt an einem Stand ist und wie viel jedes einzelne Produkt kostet. Eine größere Auswahl macht die Parkbesucher glücklicher, eine kleinere Auswahl sorgt dafür, dass sie schneller bedient werden. Besonders spannend ist dabei das Layout-Management unseres Parks. Denn nicht nur Park Beyond soll unterschiedliche Zielgruppen ansprechen, auch unser virtueller Park in Park Beyond soll idealerweise sowohl Familien als auch Gruppen von Teenagern und Erwachsenen anlocken.
Die haben dann jeweils unterschiedliche Vorlieben für Attraktionen oder Essensstände, die wir im Layout unseres Parks berücksichtigen können, um maximale Effizienz zu erzielen. Wenn Familien beispielsweise nach einer Fahrt auf der familienfreundlichen Achterbahn die Lust auf Eiscreme für 5 Euro die Kugel packt, sie vorher aber an einem anderen Essensstand vorbeikommen, dann werden sie dort eher ihren Hunger stillen, sind damit aber nicht so richtig glücklich. Deshalb müssen wir auch Laufwege und Abstände zwischen den Bereichen mitdenken. Insgesamt hat Park Beyond also eine Menge Potenzial, frischen Wind in die Freizeitpark-Simulationen zu bringen und auf eigenen Beinen zu stehen. Aber dafür muss der Editor sowohl auf dem PC als auch auf der Konsole handlich und spaßig sein und genügend Abwechslung bieten. Die Kampagne muss mehr sein als ein Gimmick und der wichtigste Faktor der Aufbaustrategie, nämlich die Langzeitmotivation, muss so richtig reinknallen. Ob das alles funktioniert, werden wir im Laufe des nächsten Jahres erfahren.